Und jetzt geht es ums Klebebänder. Und wenn Sie mit Handwerkern ab und zu tun haben, kennen Sie vielleicht, dass Handwerker diesen Daumentest machen. Die kleben ihren Daumen ans Klebeband und sagen dann, es klebt oder klebt nicht. Ja, genau. Aber dass es irgendwie mit Adhäsion und Kohäsion zusammenhängt, das ist denn meistens nicht klar. Oder dass es nur, weil es jetzt schnell am Daumen klebt, dass es dauerhaft auch in der Konstruktion klebt. Und wie das genau funktioniert, wie man ein gutes Klebeband erkennt, das wird Ihnen jetzt mein Kollege Michael Förster erzählen. Genau, vielen Dank, Heidi. Ich sage es Ihnen gleich, es geht auch wieder mal um eine Norm, die Sie noch nicht kennen, weil es sie noch nicht gibt oder sie zumindest noch in der Entstehung ist. Eigentlich schon hätte geben sollen, Ende 2016, aber es sind noch ein paar Dinge aufgefallen, die noch nicht so ganz klar waren dort im Normenausschuss. Ich bin Mitarbeiter in verschiedenen Normenausschüssen, der DIN 41.08 Teil 7, darüber haben wir gestern gesprochen, Luftdichtheit, 41.08 Teil 3, Glaser-Berechnung ist Ihnen auch ein Begriff wahrscheinlich, Glaser-Nachweis, da bin ich auch mit dabei. DIN 41.08 Teil 11, ne? Also das sind die Klebebänder, über die ich so ein bisschen berichten werde und da werde ich auch erzählen, was man sich so in dem Normenausschuss gedacht hat. Und auf europäischer Ebene bin ich auch noch in einem Normenausschuss, der sich mit den Dampfbremsbahnen und den diffusionsoffenen Unterdeckbahnen beschäftigt. Das heißt also, es gibt eine ganze Menge Themen, wo es ganz viel Entwicklung gibt und gerade was das luftdichte Bauen anbetrifft, ist man in Deutschland schon sehr weit. In Europa hat man in den letzten Jahren ganz viel aufgeholt und da wir ja alles immer europäisch haben möchten, gibt es da natürlich auch entsprechende Normen, an die wir uns als Hersteller natürlich auch halten, die uns vorgeben, welche Eigenschaften wir abzuprüfen haben. Und das gibt es dann zukünftig auf nationaler Ebene zumindest dann auch eben halt eben für die Verbindungstechnik zur Herstellung der Luftdichtheit. Und was hat man da gemacht? Man hat die Mindestanforderungen definiert. Das heißt also den unteren Level, ne, ab wann darf ich mein Klebeband als geeignet für die Herstellung der dauerhaften Luftdichtheit bezeichnen? So, genau. Und das war auch ganz wichtig, weil die Klebebänder sind nämlich momentan noch komplett ungeregelt, weil man gedacht hat, ach naja, so ein Klebeband ist ja eigentlich so ein ganz unwichtiges Material oder vielleicht so ein Anschlusskleber, eigentlich ist der gar nicht so wichtig. Aber wir wissen ja mittlerweile, dass die Bahnen durchaus auch wichtig sind, aber nicht in der Fläche entscheidet sich, ob die Konstruktion sondern funktioniert oder nicht, sondern eben in den Details, an den Durchdringungen, an den Anschlüssen. Und da gab es halt eben noch Regelungsbedarf. So. Deswegen mein Oberüberbegriff hier, klebt es oder klebt es nicht? Wir werden mal sehen, ob es am Ende auch klebt. Und da ja ich jetzt von ganz viel Ungeregeltem erzählt habe, also das Klebeband, sagen wir nochmal ganz kurz, was denn geregelt ist. Und man hat ja schon sich darüber Gedanken gemacht, wie man sich dann halt eben zu verhalten hat, wenn man luftdichte Gebäudehüllen erstellt hat. Und eine wunderschöne Norm in dem Zusammenhang ist die DIN 41.08 Teil 7. Das ist eigentlich das Normenwerk, das man auch mal gelesen haben sollte, wenn man sich mit Luftdichtung beschäftigt, weil da sind ganz viele Anwendungsempfehlungen drin. Wie man Details ausführt, welche Eigenschaften die Materialien haben sollten und so weiter. Und da wird man eben halt in Bezug auf die Verbindungstechnik darauf hingewiesen, dass die Luftdichtheit durch eine ausreichende Haftfestigkeit zwischen den zu verwendenden Baubetrugprodukten bzw. durch einen ausreichenden Anpressdruck sichergestellt sein muss. Also man muss halt eben gucken, dass die Haftung der Materialien auf den Untergründen ausreichend ist. Das habe ich im Griff als Verarbeiter. Ich muss also ordentlich andrücken. Da gibt es von Proclima so schöne Anreibhilfen. Die liegen in jedem Karton Verbindungstechnik mit dabei. Der ein oder andere bezeichnet das dann irgendwie als Teigspachtel oder sowas, ne, so ein Küchengerät, schön blau. Vereinfacht Ihnen die Möglichkeit, das Klebeband auch gleichmäßig anzudrücken, weil das ist nämlich die Voraussetzung, dass es auch dauerhaft funktioniert. Sagt auch schon die DIN 41.08 Teil 7, ne? Also Klebebänder hinhängen oder mit den Klebebändern umgehen wie zu Weihnachten, wenn man Geschenke einpackt, das führt nicht zu einer dauerhaften Luftdichtheit. Und dann gibt es natürlich auch die Energieeinsparverordnung, die es immer wieder in unterschiedlichen Erneuerungen gibt mit erhöhten Anforderungen bezüglich der Dämmleistung. Und die hat natürlich auch eine Meinung zur Luftdichtheit bzw. zur Abdichtung von Fugen. Und die sagt, dass die zu errichtenden Gebäude so auszuführen sind, dass die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftdurchlässig entsprechend den anerkannten Regeln der Technik abgedichtet ist. So, und jetzt müsste ich schon ganz viele Fragezeichen über Ihren Köpfen sehen, denn die Frage ist natürlich erstens, was ist denn dauerhaft? Dauerhaft ist ewig.
1000 Jahre, wir bauen ja für die Ewigkeit in Deutschland, denken wir zumindest. Ne, das muss immer Generationen überdauern. Das Deutsche Institut für Bautechnik, ich hatte es gestern schon ganz kurz angemerkt, geht von Dauerhaftigkeit aus über einen Zeitraum von 50 Jahren. Und generell finde ich das auch vernünftig, weil wenn man heute mal schaut, welche Bauvorhaben wir sanieren, dann gehen wir 50 oder 60 Jahre zurück. Ne, aktuell sanieren wir die Gebäude aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Energetische Aufwertung, was weiß ich, neue Dacheindeckungen. Irgendwie haben sich auch das Bedürfnis der Bewohner hat sich auch geändert. Die Familien werden kleiner, die Räume werden größer. Wir hatten es eben gerade in dem Vortrag von Uwe Bartholomew. Die Wohnflächen, das heißt, das Bedürfnis ändert sich und dementsprechend wird dann auch meistens das Bauteil den aktuellen Anforderungen der Verordnung angepasst. So, und da sollen wir halt eben das auch noch entsprechend den anerkannten Regeln der Technik abdichten. Und dann wird es ja schon schwierig, wenn es keine gibt. Also als anerkannte Regel der Technik bezeichnet man ja gerne auch eben das, was halt eben die sogenannten interessierten Kreise als sinnvolle, dauerhaft funktionsfähige Lösung erachtet. Nur wenn es keine anerkannte Regel der Technik gibt, dann kann man natürlich irgendwie, wir könnten jetzt mal fragen, was Sie für eine sinnvolle Lösung zur Abdichtung einer Rohrdurchdringung halten. Dann gibt es wahrscheinlich 2, 3 Meinungen und dann könnte man davon ausgehen, wenn Sie sich darauf eine einigen, dann ist das anerkannte Regel der Technik. Weil ich würde hier mal einfach so einen Querschnitt sehen. Verarbeiter, Planer, Energieberater, Hersteller, also dann kann man sagen, okay, Wissenschaft fehlt vielleicht noch, da könnte man oder vielleicht irgendwelche Menschen von Verbänden oder sowas, aber wenn die sich einig sind, dass eine Lösung funktioniert, dann wird es in eine Norm geschrieben und dann kann man davon ausgehen, dass es anerkannt ist. Was wir jedoch meistens machen, wir bauen nach dem Stand der Technik. Deswegen beißt sich das so ein bisschen, was in der Energieeinsparverordnung steht. Aber es ist halt eben auch eine Verordnung und die können sich halt eben, müssen sich halt mit dem abgeben, was auch beweisbar ist. Naja gut, das ist die Regelung. Was fehlt, ist das Klebeband. Wir haben keine Angaben dazu, was überhaupt so ein Klebeband leisten muss. Jeder darf tun, was er will. Und irgendjemand hatte mir gestern schöne Bilder oder vorgestern schöne Bilder gezeigt. Da wurde eine Luftdichtungsbahn mit dem braunen Paketklebeband, was Sie bei der Post kaufen können oder was weiß ich, im Papierwarenbedarf verklebt. Mancher erachtet das als dauerhafte Lösung. Ist es natürlich nicht. Aber im ersten Moment ist es ja erstmal nicht falsch, denn wo keine Regelung ist, ist ganz viel Freiheit. Und das mag ja vielleicht auch ganz gut sein, aber wir haben ja immer noch die Dauerhaftigkeit zu erfüllen. Das hatten wir ja eben gerade auch schon mal den Aussagen der Energieeinsparverordnung entnommen. Ja, also Mindestwerte festlegen ist super. Ne? Wir müssen uns auf irgendwas einigen, was das können muss, weil wir da ja auch bestimmte Anforderungen haben. Und das zweite Wichtige ist der Nachweis der Dauerhaftigkeit. Wie lange klebt denn so ein olles Klebeband? Ne? 5 Jahre ist ja, gibt durchaus Menschen, denen sind die 5 Jahre ausreichend, nach mir die Sintflut. Sehen kann man es sowieso nicht mehr, aber eigentlich ist es ja so, dass wir als gewissenhafte Planer, Ausführer und auch wir als Lieferant natürlich das Ziel haben, dass diese mehrere Jahrzehnte Gebrauchsdauer, die ja auch der Kunde erwartet, bis zur nächsten Sanierung oder Änderung oder Aufwertung, was auch immer dann passieren wird, dass halt eben das Klebeband dann auch seinen Dienst tut. Sonst könnten wir es ja auch gleich weglassen. Manchmal funktioniert ein Sieb besser als eine minderwertige Verklebung, könnte man ja sagen. Aber mit den steigenden Anforderungen und den immer höheren Dämmstärken geraten wir dann natürlich auch in Probleme. Das wollen wir nicht. Der dritte Punkt ist der Nachweis der Feuchtigkeitsbeständigkeit. Den habe ich extra in Klammern gesetzt, weil es eben in der Norm keinen Punkt gibt, der sich mit Feuchtigkeit beschäftigt. Diese Verklebungen nach DIN 41.08.11 sind alle für den Innenbereich und da wird es nicht nass, könnte man meinen. Aber man hat da im Normausschuss entschieden, dass auch selbst diese kurzzeitigen Befeuchtungen während der Bauphase, die ich ja gestern auf der Winterbaustelle angesprochen habe, kein Thema sein müssten, die man in dieser Norm explizit abprüfen sollte. Es fehlt also. Trotzdem finde ich es wichtig und ich werde auch dazu was erzählen. Vorweg, eine Norm. Eine Norm wird ja immer mit einem, wenn Sie eine Norm lesen, dann sollten Sie auf jeden Fall immer den Anwendungsbereich lesen. Der steht im Regelfall auf der zweiten Seite. Die Norm, da steht auf der ersten Seite immer die Nummer und das Erscheinungsdatum. Oben drüber steht dann noch der Titel der Norm. Und auf der zweiten oder dritten, auf der zweiten Seite nicht, vermutlich auf der dritten Seite eher, steht dann der Anwendungsbereich. Und wenn Sie eine Norm irgendwann mal in die Hand bekommen und Ihnen irgendjemand sagt, ich habe jetzt nach dieser Norm gebaut, egal welches ist, dann sollten Sie immer den Anwendungsbereich lesen, weil in dem Anwendungsbereich steht drin, wofür der Normenausschuss irgendwann mal diese Norm gemacht hat. Und es kann durchaus sein, dass er nach der Norm gebaut hat, aber die Norm gar nicht für seine Bauleistung gedacht ist. Deswegen
immer vorher den Anwendungsbereich lesen, dann weiß man auch, wofür die Inhalte eigentlich stehen. Da steht nämlich in dieser Norm auch, Anwendungsbereich, da steht drin, wofür es nicht gedacht ist. So, Punkt 1, Bewitterung oder UV-Belastung, das hatte ich eben gerade schon gesagt. Es ist nicht dafür gedacht, Klebebänder hinsichtlich ihrer Anwendung im Außenbereich zu überprüfen. Vorkomprimierte Dichtbänder finden sich in dieser Norm auch nicht wieder, auch wenn die ja gerne mal zu Luftdichtungszwecken in Kombination mit Anpresslatten noch verwendet werden. Finde ich eher eine schwierige Lösung, ehrlich gesagt, weil die vorkomprimierten Dichtbänder können ja Absätze nicht besonders gut ausgleichen, was weiß ich, grobe Unebenheiten im Putz oder Fugen in irgendwelchen Mauerwerkskörpern. Butylkautschukbänder sind auch nicht Bestandteil der Norm. Das hat was damit zu tun, dass die ja nur einen sehr begrenzten Temperaturbereich haben. Im Regelfall kleben die unterhalb, na, ich würde sagen 8 Grad, nur noch durch gutes Zureden und unterhalb von 5 Grad gar nicht mehr. Deswegen sind sie halt hier nicht enthalten, weil man natürlich mit der Norm auch eine Kaltverklebung abbilden wollte. Luftdichtheit kann man natürlich nicht nur mit Verklebebändern oder Klebemassen herstellen, sondern auch mit Spachtelmassen. Es gibt ja durchaus Systeme und Hersteller von Innenbekleidungsplatten, von Gipsbauplatten, die sagen, wenn ihr meine Fugen ordentlich oder wenn ihr die Fugen eurer Platten ordentlich verspachtelt, ist das auch als luftdicht anzusehen. Das ist auch nicht geregelt. Es wird oft auch gerne mal die Luftdichtungsbahn bei einer Aufdachdämmung aus einer Bitumenbahn hergestellt. Auch diese Verklebung bzw. die Verschweißungen sind nicht Bestandteil der Norm. Anschlusskleber von der Rolle. Hier steht noch Orkon Line. Wir haben ja da ein anderes Produkt eingeführt, der Orkon Multibond. Sind auch nicht Thema. Und Betrachtung der Anfangshaftung auch nicht. Und das ist auch gut so, der letzte Punkt, weil das ist nämlich genau der Daumentag, den die Heide eben gerade angesprochen hat. Der ist nicht geeignet dazu, um eine Aussage über die Qualität des Klebebandes herzustellen. Also wenn jetzt jemand auf der Baustelle, das war früher ein tolles Verkaufsmittel, ne, hier kleben, halten Sie mal hier, ach, was mit Klebeband XY arbeiten Sie? Ah, dann kleben Sie, halten Sie mal da den Daumen drauf und dann zeige ich Ihnen jetzt mal mein Klebeband, das ist auch schön, irgendwie jetzt mal da den Daumen drauf und dann ist das der sogenannte Daumentag, die Anfangshaftung ist überhaupt gar nicht aussagefähig. Ne, also erstens ist das Fett von meinem Finger runter, wenn ich auf das erste Klebeband drauf gebatscht habe. Und zweitens ist die Anfangshaftung auf meinem Finger oder von mir aus auch auf einer Holzoberfläche oder auf einer Bahn nicht dazu geeignet, um eine Aussage bezüglich der Endfestigkeit zu treffen. Was interessiert mich die Anfangshaftung, wenn ich eigentlich ein Klebeband brauche, was eine hohe Endfestigkeit hat und wenn ich mich mit Klebebändern oder Klebern beschäftige, dann weiß ich, dass es durchaus einen Moment dauern kann, bis der Kleber die ganze Fläche benetzt hat. Wenn es ein bisschen uneben ist oder sowas, dann klebe ich ja zuerst auf die Berge und der Kleber ist in der Lage, in den Untergrund reinzufließen. Deswegen ist die Anfangshaftung nicht wichtig, die dient eigentlich nur dazu, um halt eben in der Anwendung das Klebeband auf dem Untergrund zu belassen, damit es nicht gleich wieder runterfällt. Macht ja auch keinen Sinn, ne? Klebeband hinhängen, anreiben, fällt runter, taugt nichts. Also es muss schon da auch bleiben und die Endfestigkeit wird im Regelfall temperaturabhängig auch erst vielleicht morgen oder übermorgen erreicht, wenn es relativ kalt ist oder innerhalb weniger Stunden, wenn wir moderate 20 Grad haben oder so. Wenn es richtig warm ist, geht das auch richtig schnell. So, die Ziele der Normen. Jetzt haben wir erstmal darüber geredet, was alles nicht geht. Und jetzt müssen wir uns ja auch mal damit auseinandersetzen, was denn überhaupt geht. Denn irgendeinen Sinn muss dieses Schriftstück ja haben. Es soll natürlich die Sicherheit erhöhen. Ne? Also es wurde sehr lange darüber diskutiert, wie man sich abgrenzen kann gegenüber diesen Gewebeklebebändern zum Beispiel. Ne? Das kennen Sie alle irgendwie von Hand reißbar. Für temporäre Befestigung von irgendwelchen Folien oder sowas zum Abhängen sind die gut geeignet. Und die kleben gar nicht so schlecht. Und Sie müssen ja gucken, dass sie nicht plötzlich Luftdichtungsklebebänder werden, weil man sie nach DIN 41.08.11 prüfen kann. Das geht ja nicht. Da wurde also viel Zeit drauf verwendet und es soll am Ende natürlich eine sichere und dauerhafte Verklebung dabei rauskommen. Und jetzt muss ich mir kurz die Nase putzen, weil mir läuft die Nase, es geht nicht anders. Vielleicht kann es vielleicht angenehmer. So. Also das Produkt, was Sie bekommen, was Sie dann vom Händler bekommen und da ist ein Stempel drauf, geprüft nach DIN 41.08.11, das soll ja auch eben halt dann eben die Anforderungen, die Sie daran stellen, einhalten. Ja, wahrscheinlich, genau. So,
Und das Ziel ist natürlich nicht nur in dem ersten Schritt oder zweiten Schritt in der Planung, erster Schritt, Ausführung, zweiter Schritt, sondern ich möchte ja dann über das Gebäudeleben halt den Bauschaden vermeiden, der durch mangelhafte Luftdichtheit entsteht. Und das hat wieder was mit Dauerhaftigkeit zu tun und sowas, das ist das zweite Ziel. Und dann soll es Ihnen natürlich ermöglicht werden, das Klebeband A mit dem Klebeband B zu vergleichen. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob das gehen wird. Das wird sich dann zeigen. Also ich weiß natürlich, was da drin steht und ob das Ergebnis rauskommt, aber ob Sie nachher diese Informationen, die die einzelnen Hersteller dann geben oder nicht, auch dazu benutzen können, um, was weiß ich, ein blaues Klebeband mit einem roten Klebeband zu vergleichen, egal ob das Hersteller XYZ ist, das wird sich zeigen. Also die Kennzeichnung ist ja noch nicht erfolgt, weil halt eben die Norm noch nicht veröffentlicht ist. Und dann soll es natürlich auch Anreize geben, die Materialien weiterzuentwickeln. Also das, was Sie vor 15 Jahren als Klebeband eingesetzt haben, ist natürlich nicht das, was man heute kriegt. Die Polymerentwicklung hat sich natürlich in den letzten Jahren ordentlich entwickelt. Es gab immer wieder neue Produkte von der chemischen Industrie, was die Acrylate anbetrifft. Und da soll der Anreiz dafür geschaffen werden, hier habt ihr Prüfungen und wenn ihr was verbessern könnt, dann könnt ihr nach diesen Maßstäben prüfen oder nach diesen Prüfmaßstäben eure Produkte entwickeln und dann vielleicht noch optimieren. So, ja, das finde ich eigentlich auch ganz gut, denn dann ist es mal definiert. Jetzt habe ich genug über dieses ganze Normzeugs erstmal gesprochen. Keine Sorge, es kommen noch wieder Hinweise zu Normen. Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, dass es jetzt ein Ende hat. Aber was man vielleicht mal irgendwie, wenn man sich mit Verklebungen beschäftigt, etwas näher betrachten sollte, ist, was passiert denn überhaupt in dieser kleinen Klebefuge? Also insbesondere beim Klebeband hat man ja den Eindruck, naja, das Produkt ist irgendwie vielleicht einen knappen Millimeter dick. Was tut denn das überhaupt? Da ist ein Träger, der hat eine bestimmte Farbe. Da sind auch manchmal lustige Aufdrucke von den Herstellern drauf, ne, wo dann, was weiß ich, in verschiedenen Sprachen draufsteht, wofür es geeignet ist. Und dann gibt es noch einen schönen Produktnamen. Aber eigentlich kommt es ja darauf an, was innerhalb dieser Klebefuge passiert, beziehungsweise an den Grenzschichten. Und da gibt es, jetzt füge ich mal ein paar Begrifflichkeiten ein, da spricht man eben in der Klebetechnik immer von Substraten, die man miteinander verklebt. Und das eine Substrat ist der Klebebandträger, wenn Sie ein einseitig klebendes Klebeband haben. Papierträger, Fließträger, Folienträger, verschiedene Farben. Haben Sie alle schon gesehen? Nehmen wir mal an, dass hier oben ist da unser Klebebandträger, Substrat Nummer 1. Und das andere ist das, worauf ich verklebe, Substrat Nummer 2. Holz, Kunststoff, Folien, Papier, Baupappen, Holzwerkstoffplatten. Vielleicht auch mal eine Holzfaserplatte, da muss man sich auch was überlegen. Und die haben ja erstmal nichts miteinander zu tun, aber sollen ja trotzdem zusammenbleiben. Das ist ja das große Ziel. Da sollte ja irgendeine Verklebung hergestellt werden, die halt eben dafür sorgt, dass diese beiden Fügepartner auf Dauer in Kontakt bleiben. Und da gibt es dann Kräfte, die in dieser Klebefuge wirken. Eine relativ kleine Klebefuge beim Klebeband. Und diese Zusammenhaltskräfte zwischen dem Substrat und dem Kleber selbst, ne, also Klebebandträger und von mir aus hier Holzuntergrund und da diese blauen Pfeile, geben die sogenannte Adhäsionskräfte an. Und die Adhäsionskräfte sind ein Kennzeichen dafür, wie ein Klebeband auf dem Untergrund klebt. Haben Sie schon mal versucht, ein Klebeband auf eine seifige Oberfläche zu kleben? Das geht nicht, ne? Genau. Das Gleiche haben wir übrigens auch, wenn man das Trennpapier ablöst. Das muss man ja runterkriegen. Das heißt also, es gibt Oberflächen, die sind gut verklebbar, wie zum Beispiel ein gehobeltes und geschliffenes Holz. Da kann man gut drauf verkleben. Und das silikonisierte Papier, da soll das Klebeband ja nicht draufkleben, denn sonst könnte man das Produkt ja gar nicht benutzen. So, das sind die Adhäsionskräfte und die beschreiben im Grunde genommen, wie gut die Haftung auf dem jeweiligen Untergrund ist. Das kann man auch messen. Und dann hat man eine Aussage darüber, wie die Verklebbarkeit der jeweiligen Oberfläche ist. Und dann gibt es aber noch eine zweite Kraft und die wirkt nicht zwischen den Oberflächen, also zwischen dem Kleber und dem Substrat, sondern die wirkt in der Klebefuge. Das sind die sogenannten Kohäsionskräfte. Diese kleine Klebefuge, die kann also zwei verschiedene Kräfte definieren und diese Kohäsionskräfte, die beschreiben, wie viel Kraft ich brauche, um ein Klebeband, was gut auf einem Untergrund klebt, wieder vom Untergrund zu lösen. Und wenn es gut auf dem Untergrund klebt, dann werden Sie den Kleber in der Mitte teilen. Das heißt, es gibt einmal eine Klebeschicht, wenn Sie das Klebeband abgelöst haben, auf dem Holzuntergrund. Ne? Wir wollen ja auf Holz verkleben. Und dann gibt es einen Kleberanteil, der ist auf dem Klebebandträger. Sie haben den Kleber also geteilt. Und die Kraft, die Sie aufwenden müssen, bezeichnet man als Kohäsionskraft.
Und jetzt kann ich Ihnen sagen, welches Klebeband ist das Bessere? Oder eine Frage stellen, vielmehr. Welches Klebeband ist das Bessere? Eins, das sehr adhesiv ist, also draufgeklebt, und dann klebt das und ich kriege das zwar wieder runter, ne? Es bleibt beiden, wenn es gut läuft, bleibt halt eben auf beiden Schichten Kleber zurück. Oder ein Klebeband, was ich draufkleben muss und ein bisschen warten muss. Und ich aber nur relativ schwer vom Untergrund wieder runter bekomme. Welches ist das Bessere? Das erste oder das zweite? Das zweite, ne? Ja, genau. Also da sind wir uns einig, denn wir wollen ja eigentlich nicht ein Klebeband, das zwar eine gute Klebrigkeit vermittelt, ne? Also eine gute Haftung erstmal und dann leicht abzuziehen ist, vergleichsweise leicht, sondern wir wollen ja eins, was draufklebt. Vielleicht braucht es einen Moment irgendwie, damit es halt eben auch gute Haftung, eine gute Verankerung mit dem Untergrund hat und dass wir dann nur schwer wieder runterkriegen, denn das ist ja gut für unsere Dauerhaftigkeit. Das heißt, die Adhäsionskräfte sind erstmal gar nicht so wichtig. Die sind wichtig über den zeitlichen Verlauf, wenn ich dem Produkt etwas Zeit gebe, sich an den Untergrund anzupassen. Sondern wichtig sind auch die inneren Haltekräfte, denn die bestimmen, wie viel Kraft ich aufwenden muss, um das Klebeband wieder vom Untergrund zu lösen. So, weit zu den Grundlagen der Haftfestigkeit. Jetzt gibt es ja so den Feind und das ist das Klebeband ablösen. Und ich habe Ihnen ja nun eben gerade schon, also der sogenannte Versagensfall, und ich habe Ihnen ja eben gerade schon einen genannt, Versagensfall Nummer 1, kennen Sie alle, ist das Ablösen des Trennpapiers vom Klebeband. Gewollt, eine relativ schlechte Verklebung, also nicht dazu geeignet, dauerhafte Luftdichtheit herzustellen, weil Sie können es ja einfach abziehen. Und wenn Sie vielleicht das Trennpapier in die Hand nehmen und ordentlich am Klebeband schütteln, schon so ein Stück abgelöst haben, dann löst sich das weiter ab. Sollte natürlich nicht so sein, ist aber gewünscht, weil ansonsten können wir das Produkt ja gar nicht verarbeiten. Dann stellen Sie sich mal vor, Sie kriegen ein Produkt geliefert und der Hersteller sagt, das klebt super, Sie kriegen es noch nicht mal vom Trennpapier ab. Dann sagen Sie ja, das ist wohl ein Knall, das muss ja wohl nicht sein. Und dann verlangt er noch 22,50 Euro dafür, das ist ja doof. Das kann ja nicht sein. Also, Versagensfall Nummer 1 ist bekannt, Ablösen des Trennpapiers vom Klebebandträger. Gewollt in dem Fall, aber nicht gewollt, wenn ich eine dauerhaft luftdichte Verklebung herstellen will. Denn da will ich ja eigentlich, dass die beiden Fügepartner zusammenbleiben. Ist aber ein Versagensfall, den man betrachten muss, wenn man sich mit Klebebandtechnik beschäftigt. Und das bezeichnet man natürlich ganz klar als sogenannten Adhäsionsbruch. Im Regelfall ist ein Adhäsionsbruch ein Hinweis darauf, dass die Oberfläche sich nicht besonders gut verkleben lässt. Jetzt in Bezug auf das Holz, nehmen wir mal an, Sie haben eine geölte Holzoberfläche, relativ frisch. Sie werden keine gute Verklebung darauf herstellen können. Könnte jetzt zum Beispiel bei Holzfenstern der Fall sein. Wenn die geölt sind, dann sind die Oberflächen natürlich abweisend durch das Öl. Das ist eigentlich auch jedem klar. Aber eine Klebebandverbindung auf Dauer werden Sie dann nicht herstellen können. Das heißt also, da müsste ich jetzt andere Oberflächen haben, um dann wirklich auch einen Anschluss darauf herstellen zu können. Der Adhäsionsbruch. Das zweite ist nicht weiter überraschend. Der Kohäsionsbruch. Und der Kohäsionsbruch, der ist im Grunde genommen das, was ich vorhin schon beschrieben habe. Ich habe ja schon ganz viel vorweggenommen. Der Bruch erfolgt in der Klebefuge. Ne? Auseinanderziehen. Auf beiden Oberflächen bleibt Kleber zurück. Auf der Holzoberfläche und eben auch auf dem Klebebandträger. Man könnte meinen, dass ein Kohäsionsbruch erstmal ein Hinweis für ein schlechtes Klebeband ist. Aber ich kann Ihnen sagen, mit genügend Geduld kriegen Sie jedes Klebeband runter. Sie müssen einfach nur langsam genug ziehen. Und das ist halt eben der Punkt bei den Klebebändern. Wenn man das reißt, dann kriegt man den Untergrund kaputt. Und wenn man langsam zieht, dann kann man den langsam auseinanderziehen, ohne den Untergrund zu zerstören. Da gibt es aber unterschiedliche innere Haltekräfte. Und das ist nämlich genau das, was halt eben die Klebebänder mit großen Haltekräften von denjenigen unterscheidet, die sehr weich eingestellt sind und ein hohes adhäsives Potenzial versuchen zu vermitteln oder aufweisen. Kohäsionsbruch wollen wir eigentlich auch nicht in unserer Anwendung. Das sind dann so, was weiß ich, also zum Beispiel, wenn Sie jetzt irgendwelche Belastungen auf dem Klebeband haben, dann wird das so langsam auseinandergezogen und dann sieht das so aus, als ob das Klebeband so wegschmiert. Deswegen empfehlen wir ja zum Beispiel, wenn Sie mit Zellulose-Dämmstoff arbeiten, eben auf den Verklebungen eine Latte anzuordnen, um halt eben diesen Druck von der Verbindung runterzunehmen. Denn das Klebeband ist nicht dazu da, um das Gebäude zusammenzuhalten, hat Wilfried Walter mal vom Energie- und Umweltzentrum formuliert. Sondern das Klebeband ist dazu da, um die Dauerhaftigkeit der Luftdichtheit zu gewährleisten und gegebenenfalls auch bauübliche Bewegungen von Bauteilen aufzunehmen. Also, was weiß ich, wenn es mal zu Setzungen im Haus kommt, dann sollte der Wandanschluss schon auch ein bisschen Bewegung aufnehmen können. Einmal vielleicht über eine
Dehnschlaufe oder als Produkt, was Sie einsetzen, muss halt eben dann auch eine gewisse Dehnung zulassen, weil ansonsten reißt der Anschluss ab. So, der dritte Versagensfall ist dann der Materialbruch. Und wenn Sie mich fragen, ist mir der Materialbruch eigentlich am liebsten, weil das zeigt eigentlich, dass das Klebeband besonders gut gehaftet hat auf dem Untergrund und auch hohe innere Festigkeiten aufbauen konnte. Ein ganz typischer Materialbruch ist aber zum Beispiel auch die Verklebung von Holzfaser-Unterdeckplatten. Ne, da müssen Sie dann vorpreimern, aber wenn Sie dran ziehen, dann stellen Sie fest, oh Mensch, dann ziehe ich so, was weiß ich, 2-3 Millimeter von der Holzfaser ab und die kleben dann auf dem Kleberrücken. Das hat was mit dem Untergrund zu tun. Der ist halt eben nicht besonders tragfähig in sich. Für die Verklebung von den Holzfaser-Unterdeckplatten ist das okay. Und wenn Sie irgendwelche Kehlen verkleben oder sowas, dann sind halt die Bewegungen relativ klein zwischen den einzelnen Platten. Wenn die zu groß werden, dann haben Sie vermutlich irgendwo anders ein Problem und fangen dann an, Risse zuzuspachteln irgendwie in den darunterliegenden Wänden. Also der Materialbruch ist das, wo der Klebetechniker sagt, oh, das ist ein guter Kleber. 3 Versagensfälle, kurz vorgestellt. Nach welchen Standards wird aktuell geprüft? Das ist ja vielleicht auch interessant. Ich habe extra Nummern weggelassen, sondern nur einfach meinen Namen präsentiert. Es gibt verschiedene Standards aus der Automobilindustrie. Die sind da schon sehr weit. Die regeln ja immer alles ganz klar und eindeutig. Die allerdings, verschiedene Standards, AFERA und FINAT, da gibt es bestimmte Nummern für, was weiß ich, Share-Tests und Shield-Test, 90 Grad, 180 Grad, was auch immer. Und es gibt sogar europäische bzw. nationale Standards, DIN EN 1939 zum Beispiel, in der geregelt ist der 90 Grad Shield-Test und ein 180 Grad Shield-Test. Aber das Problem ist, immer nur auf Edelstahl. Auf Edelstahl können Sie super verkleben. Da hält jeder Kleber. Selbst wenn Sie irgendwas, keine Ahnung, eine besonders dünne Klebeschicht haben oder vielleicht ein minderwertiges Acrylat einsetzen, das klebt auch auf Edelstahl. Das heißt, die Aussagekraft ist relativ gering. Für die Norm war es wichtig, halt eben einen Praxisbezug herzustellen und zu sagen, okay, wir müssen uns mit baurelevanten Untergründen beschäftigen. Gucken wir uns mal einfach so ein einfaches Lastbeispiel an. Das Lastbeispiel Bahnenüberlappung. Bahnenüberlappung heißt schon mal Kunststoffoberfläche im Regelfall oder Papieroberfläche, wenn man sich mit Baupappen beschäftigt. So, und hier ist jetzt ein Dämmstoff vorgesehen, der natürlich einen Hang hat, sich in die Bahn reinzulegen. Das ist eigentlich relativ egal, welchen Dämmstoff Sie nehmen. Das machen alle Materialien, die sich irgendwo versuchen, halt eben in Richtung Erdmittelpunkt zu bewegen. Die einen mehr, die anderen weniger. Das ist abhängig von der Raumdichte. Und dann merkt man immer, dass zwischen den einzelnen Latten ja irgendwie so ein kleiner Bauch entsteht. Und wenn die Lattenabstände größer werden, dann wird der Bauch natürlich auch größer. Und jetzt in Bezug auf unsere Bahnüberlappung passiert dann Folgendes. Im Prinzip bewegt sich alles Richtung Erdmittelpunkt. Und dann gibt es eine Kraft, die wirkt senkrecht zur Bahnenebene, die ist uns erstmal egal. Aber eine andere, die halt eben in Bahnenebene wirkt und das sogenannte Abscheren provoziert. Das heißt also, im Prinzip will eigentlich diese Klebebandverbindung ausweichen und die möchte dann ganz gerne eigentlich länger werden. Die Bahn möchte in dem Punkt länger werden, weil sie ja diesem Gewicht nachgeben will, kann sie aber nicht. Das ist auch gut so, das wollen wir ja auch nicht. Und die Klebebandverbindung sollte es nicht. Das heißt, sie sollte ausreichende Haftung auf dem Untergrund haben und ausreichende innere Kräfte aufweisen, damit halt eben diese Bahnüberlappung nicht auseinandergezogen wird. Vielleicht haben Sie das schon mal in Kombination mit Einblasdämmstoffen gesehen. Wenn man mit hohen Rohdichten einbläst, dann kann das durchaus passieren, dass man Klebebandverbindungen auseinanderzieht. So, Abscherbelastungen sind natürlich nicht gewünscht, beziehungsweise die Produkte müssen darauf vorbereitet werden, diese aufzufangen. Da kommt natürlich vorher einiges anderes. So als Klebebandhersteller muss man sich natürlich darüber Gedanken machen, oh, jetzt brauche ich ein Klebeband, da gibt es bestimmte Belastungen. Die sind auch nicht ganz klar definiert manchmal. Also wie groß sind denn die Kräfte, die in so einer Klebefuge wirken? Das heißt also, unser Klebeband muss auf eine relativ unbekannte Last vorbereitet sein. Und je höhere innere Kräfte unser Klebeband aufnehmen kann, umso besser ist es ja eigentlich. Dann habe ich auch kein Problem mit irgendwelchen abscherenden oder abschälenden Belastungen. Und dafür gibt es eben halt entsprechende Prüfmethoden, die ich ganz kurz vorstellen möchte. Und es fängt damit an, dass ich das Klebeband erstmal auftrage und einen Probekörper herstelle. Und da gibt es schöne Maschinen, die definiert auf dem Klebeband hin und her rollen. Man wundert sich wirklich, also da drückt keiner ein Klebeband mit einer Rolle an oder sowas. Diese Rolle hat ein Gewicht, 2 Kilogramm.
Und selbst dieser Gummibelag ist hinsichtlich der Härte definiert, damit jeder den gleichen Test durchführen kann. Und da denkt man sich, naja, ist ja irgendwie alles ein bisschen komisch, irgendwie, dass man dafür noch eine Maschine braucht. Aber ne, montags klebt der Laborant oder die Laborantin ein bisschen fester, weil er erholt vom Wochenende. Und freitags ist sie schon kaputt oder eher. Und da ist der Eindruck nicht mehr ganz so groß und das Ergebnis in der Prüfung wäre unterschiedlich. Und deswegen macht man hier so, ja, muss man sich dann mit einer Anlagentechnik beschäftigen, die halt dann eben ein Klebeband anreibt, um die Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Dann werden Probekörper hergestellt. Hier geht es um eine Bahnüberlappung, die verklebt worden ist. Eine definierte Breite haben die, 25 mm breit sind sie. Und dann hat man hier so diese vereinzelten Streifen und Sie können es hier nochmal sehen. Hier wurden zwei Bahnen der Entello zusammengeklebt und die Überlappung wurde hier mit dem Unitape gesichert. Ja, und dann kommt man zu den Tests. Und da hat die Norm also ein paar Tests festgelegt, die eben ein Klebeband charakterisieren soll. Das ist der sogenannte 90-Grad-Shield-Test. Und hier wird eine Bahn mit einer anderen verklebt, der Überlappungsbereich, eine Verklebung, die 25 mal 25 mm misst, also 625 Quadratmillimeter stark ist. Und hier sehen Sie das Produkt eingespannt und dann zieht, ne, hier unten ist der Punkt fest und oben wird gezogen und hier gibt es eine Druckmessdose, die halt die zu aufwendende Kraft misst. Das ist eigentlich alles, hört sich erstmal einfach an. Diese Maschinen kosten im Rahmen eines Mittelklasseautos zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Also es kostet eigentlich alles. Wenn Sie über Labortechnik sprechen, kostet alles zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Das ist ganz komisch. Die scheinen sich abgesprochen zu haben. Also das heißt, wenn man ein Labor einrichtet und vielleicht manchmal auch eine Maschine zweimal braucht, dann hat man mehrere Kleinwagen auf einer, ja, hätte man auch mehrere Autos für kaufen können. Also es geht relativ fix. 100.000 Euro oder 50.000 Euro. Allein Laborausstattung ist relativ schnell erreicht. Ja, und dann fängt man an, da zu ziehen und dann stellt man fest, aha, die und die Kraft muss ich aufwenden, um halt eben das Klebeband von dem jeweiligen Substrat, hier eine Bahn herunter zu bewegen. Es gibt noch einen zweiten Test. Es gibt nämlich auch noch einen sogenannten 180-Grad-Shield-Test. Ne, eben gerade haben wir 90 Grad gezogen, jetzt ziehen wir mal 180 Grad. Und man versucht natürlich über diese beiden Tests auch so Anschlusssituationen abzubilden. Nehmen wir mal an, Sie schließen die Bahn an eine Holzrahmenbauwand an. Dann biegt die ja so ein bisschen nach unten durch. Das heißt also, sie zieht irgendwie nicht 180 Grad, aber nicht 180 Grad, aber auch nicht 90 Grad, sondern irgendwas dazwischen. Und da man ja im Labortest immer ganz gerne vergleichbare Tests haben möchte und nicht irgendwelche, hat man gesagt, okay, 180 Grad und 90 Grad testen wir. Im Prinzip ist es das Gleiche. Hier gibt es jetzt irgendwie auch noch eine kleine Animation, glaube ich. Ah ja, richtig, da ist sie. Und das müsste, es dauert einen Moment, genau. Und da können Sie sehen hier, das zeigt das gleich nochmal, beim Abziehen schnürt das Klebeband ein. Das heißt also, ein Teil der Kraft wird bei einem Folien- oder bei einem Fließträger dazu eingesetzt, um halt eben das Produkt zu verformen. Und ein Teil wird dazu eingesetzt, um die Produkte vom Untergrund abzuschälen. So funktioniert das. Da könnte man eigentlich auch mal einen schönen Film drehen, den gab es aber jetzt noch nicht. So, und das Interessante ist, man macht das bei zwei Geschwindigkeiten. Und ich erzähle Ihnen auch gleich, warum das so ist. Misst auch die Werte bei zwei Geschwindigkeiten, wenn man hier die Abzugsversuche durchführt. Warum unterschiedliche Geschwindigkeiten? So, das ist eine interessante Frage, der man sich stellen muss, weil im Prinzip ist es so, dass Sie, wenn Sie schneller ziehen, höhere Kräfte im Ergebnis erreichen. Also wenn ich mit 100 mm zum Beispiel pro Minute ziehe, dann bin ich hier, dann bekomme ich bei irgendeinem Klebeband fast 10 Newton Schälkraft. Und wenn ich nur mit 10 mm pro Minute ziehe, dann bekomme ich 2, 3, 5, 7 Newton Schälkraft. Irgend sowas. Was ist denn überhaupt für ein Lastfall auf unserer, wenn man das mal, jetzt haben wir so ganz viel Laborgedöns gehabt, welchen Lastfall haben wir denn? Haben wir denn ein schnelles Abziehen bei einer Bahnüberlappung oder haben wir eher ein langsames? Ein langsames, ne? Genau. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man schlagartig dran gezogen wird, wenn da Wärmedämmstoff eingeblasen wird, sondern das ist ein zeitabhängig langsamer Vorgang. Gebäudesetzungen oder sowas sind ja zeitabhängig langsam. Wenn die schnell sein würden, dann hätte man ein Erdbeben oder irgend sowas. Ne? Also irgendwelche Schwund- oder Schwindvorgänge passieren ja auch zeitabhängig langsam. Deswegen hat man gesagt, für die Erstprüfung wollen wir ganz gerne diesen Wert haben.
welche Energie oder welche Kraft kann bei 10 mm pro Minute aufgenommen werden. Und wenn wir halt eben produktionsbegleitend prüfen, weil das machen wir ja auch, ne? Sie kriegen ja nicht irgendwas, was aus einer Maschine hinten rauskommt, ohne dass wir uns das genau angeguckt haben, dann sind die 10 mm pro Minute zu langsam. Bei 25 mm Weg bräuchten Sie ja dann 25 Minuten für eine Prüfung. Das lässt sich in der Praxis nicht abbilden. Da hat man gesagt, da könnt ihr 100 mm pro Minute testen, also deutlich schneller. Und man braucht halt eben beide Werte, um halt eben einmal A, diese sogenannte Erstprüfung durchzuführen und dann B, eben halt auch Werte zur Verfügung zu haben, um die produktionsbegleitende Qualitätssicherung zu betreiben. Das sind auch Dinge, die passieren alle schon. Ne, man hat das nur in dieser Norm zusammengefasst, um dem mal einfach eine Richtung zu geben, weil es machen halt eben nicht alle. Warum soll ich das tun? Also warum soll ich etwas tun, was ich nicht tun muss, was Geld kostet? Dann wird mein Produkt ja teurer. Aber dadurch steigt auch eben die Qualität. Und für uns ist das natürlich gar keine Frage, weil wir wollen Ihnen ja Produkte zur Verfügung stellen, die auf einem gleichbleibend hohen Qualitätsniveau hergestellt werden oder Ihnen zur Verfügung gestellt werden. Und dann bleibt es gar nicht aus, dass man eben halt auch produktionsbegleitend prüft. Hier dann auch nochmal einen sogenannten Schälweg. Hier sieht man hier eine relativ weite Strecke, 10 bis 20 Zentimeter, und da wird ein Klebeband abgeschält und man stellt fest, das kann über weite Strecken, erst steigt die Kraft an, wenn man anfängt zu ziehen, und dann hat man eben so eine Art Hochpunkt erreicht, und über weite Strecken ist die Abzugskraft gleich. Damit habe ich dann eigentlich im Prinzip die Kräfte, die halt eben bei einer Prüfgeschwindigkeit von 10 mm pro Minute für ein beliebiges Klebeband habe ich diese Schälkräfte ermittelt und kann also sagen, das Produkt funktioniert beim Abschälen relativ konstant gleich, es bauen sich keine Spitzen auf, sondern es ist dazu geeignet, eben halt auch auf dauerhaft vielleicht auch irgendwie irgendwelche Bauteilbewegungen aufzunehmen, ohne dass die Qualität der Verklebung hinterher nachlässt. Also das ist ein gutes Klebeband bei einer relativ geringen Geschwindigkeit gemessen, und auch die Qualität ist gleichbleibend, weil ich habe hier 5 verschiedene Probekörper geprüft und ich habe jetzt hier keine Ausrisse oder sowas. Offensichtlich ist dieses Produkt über die Produktionsmenge relativ konstant. Das, was es auch noch geben soll, ist ein sogenannter statischer Schältest, und da ist es genau der Punkt, an dem es in der Normung gerade hängt. Und zwar wird ein Material aufgehängt über einen 24-stündigen Versuch an diesem waagerechten Substrat. Das hier ist die Verklebung, und hier habe ich zum Beispiel eine Bahn angehängt und hier unten nur ein Gewicht von 30 Gramm. Relativ wenig, Probekörper wieder 25 mm breit, aber dafür ist die Temperatur 40 Grad. Man hat also auch versucht, diese Sommerfälle abzubilden, und man konnte sich bloß noch nicht auf dieses Gewicht einigen. Ob das jetzt 30 Gramm sind oder vielleicht 40 Gramm, oder mache ich doch nur 35 Grad oder 30 Grad Temperatur, weil natürlich die Klebebänder bei erhöhten Temperaturen weicher werden. Das merken Sie ja, wenn Sie verkleben. Wenn es sehr kalt ist, dann haben Sie den Eindruck, das Klebeband klebt schlechter. Und ich sage Ihnen, nee, das braucht nur ein bisschen länger, um sich an den Untergrund anzupassen. Und wenn Sie dann 25 oder 30 Grad haben, dann klebt das sofort wie nichts Gutes. Da konnte man sich noch nicht richtig einigen, und deswegen ist man auch noch mal in die zweite Runde gegangen bezüglich der Normung. Wir werden sehen, was nachher drin steht. Und am Ende der Prüfung bekommt man dann quasi eine Aussage darüber, wie die Klebebänder auf unterschiedlichen Trägern halten. Es gab hier vorgegebene Untergründe. Das sage ich gleich noch. Hier ist dargestellt ein Polyesterträger, und man kann natürlich auch im System prüfen. Und dann bekommt man die Schälfestigkeiten bei 10 und 100 mm und halt eben diesen statischen Schältest, der jetzt noch mit einem Fragezeichen versehen ist, welche Anforderungen da dann gestellt werden. Und wenn man diese Mindestanforderungen, diese Angaben hier einhält, das heißt also diese Richtwerte hier erreicht hat, dann kann man das Klebeband als geeignetes Verbindungsmittel oder den Kleber als geeignetes Verbindungsmittel zur Herstellung der dauerhaften Luftdichtheit einsetzen. Und wir werden sehen, was die einzelnen Hersteller dann für Informationen angeben, ob sie Einzelwerte angeben oder ob sie sagen, nach DIN 41.08.11 geprüft, wird sich zeigen. Es gibt dort keine Vorgabe. Also man kann nachher am Ende einfach dann auch die Prüfergebnisse natürlich angeben, wenn man denkt, dass das ein guter Weg wäre in der Kommunikation. Jetzt habe ich ganz viel von Prüfuntergründen gesprochen. Was denken Sie denn, wie viele Untergründe es gibt im Haus, die man prüfen könnte? Ich weiß auch nicht, wie viele.
Ich hatte mich nur gefragt, ob Sie wissen, ob Sie 800 oder 200, 3000, eine halbe Million ist natürlich Quatsch. Also es gibt unzählig verschiedene, was nicht nur mit dem Bauteil zu tun hat, sondern auch mit den verschiedenen Produkten natürlich. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie lange die Diskussion darüber gedauert hat, auf welchem mineralischen Untergrund man prüft. Welchen Putz nehme ich denn? Man könnte ja irgendeinen nehmen, Produkt XY oder Kalk-Gips-Putz, Qualität, irgendwas. Und dann kommen Sie natürlich als Labormensch an ein Problem, weil alles andere ist definiert, nur der Untergrund ist nicht ganz klar und der ist möglicherweise auch veränderbar. Denn Gipsputz A ist nicht genauso wie Gipsputz B. Und deswegen hat man sich ganz schnell verabschiedet von den mineralischen Untergründen und hat gesagt, das macht gar keinen Sinn, die sind so unterschiedlich, die prüfen wir nicht. Denn wir bekommen keinen Untergrund, der immer gleich ist. Das, was jetzt geprüft wird, ist, also die Reproduzierbarkeit ist hier halt eben die Frage. Ne? Also wenn ich dann in Prüfinstitut 1 prüfe, bekomme ich das gleiche Ergebnis wie in Prüfinstitut 2. Geht nur, wenn der Untergrund definiert ist. Deswegen hat man sich entschieden, einen Buchenholzuntergrund zu nehmen für die ganzen Holzwerkstoffe und Hölzer. Der lässt sich in der gleichbleibenden Qualität herstellen. Eine Referenzfolie, das ist eine Polyesterfolie, eine geätzte Polyesterfolie mit einer definierten Oberflächenspannung. Die ist immer gleich, die lässt sich in einer hohen Qualität auf dem gleichen technischen Niveau herstellen. Da sagen Sie zwar, naja Gott, Polyesterfolien werden dann nirgendwo eingesetzt, aber die Vergleichbarkeit ist wichtig. Ich will ja nicht den Untergrund angucken, sondern das Verbindungsmittel. Und man kann natürlich auch Systemuntergründe testen, wie zum Beispiel, was weiß ich, wir prüfen einen Tescon-Warner auf der Entello oder ein Tescon oder ein Unitape auf der DB+. Das kann man natürlich auch machen. Das steht dann noch dem Hersteller frei, welche Untergründe mit welchen Produkten er dann kombinieren möchte. Das war die Norm. Die haben Sie jetzt hinter sich. Und jetzt möchte ich Ihnen ganz gerne mal ein bisschen was bezüglich der Dauerhaftigkeit erzählen, weil wir haben uns ja auch schon Gedanken gemacht und auch schon relativ früh. Wir haben uns nämlich überlegt, naja, dieses Upshare-Problem, was ich am Anfang mal irgendwann gezeigt habe, das ist ja eigentlich das, was allgegenwärtig ist. Und wir müssen halt eben gucken, inwieweit wir mal einfach schauen, wo stehen wir denn? Und dann haben wir uns einen einfachen Test überlegt, der, das ist so der erste Schreibtischtest gewesen. Ne? Sie sitzen da am Schreibtisch und haben irgendwie, denken sich so, na, was könnte ein Gewicht sein? Ein Holzklotz, leicht herzustellen, abzusägen, abzuwiegen. Ungefähr 200 Gramm hatten wir da irgendwie angewendet. Dann hatten wir eine Folie. Ich weiß nicht genau, warum wir kein Proklimaprodukt genommen haben, aber das war halt eben irgendwie da so zu der Zeit. Vielleicht lag das auch gerade auf dem Schreibtisch, so der erste Test. Also eine PE-Folie verwendet. Und dann haben wir mal einfach eine definierte Fläche hier, 10 Quadratzentimeter, 2,5 mal 4 Zentimeter, auf diesem Klebeband verklebt und unten ein Gewicht von 200 Gramm dran gehängt. Und dann haben wir das mal senkrecht gestellt und geguckt, was dann passiert. Ne, diesen Strich, der hier angegeben ist, der kennzeichnete die Unterseite des Klebebandes. Da haben wir mal 4 verschiedene nebeneinander aufgehängt und haben festgestellt, oh, wenn man den Test zeitgleich startet, dann verhalten die sich unterschiedlich. Die unterhalten sich nicht miteinander, die waren relativ still. Aber hier kann man sehen, oh, fast ein Zentimeter, ein bisschen mehr als ein halber, ungefähr ein halber und da vielleicht irgendwie 2 Millimeter oder sowas. Das heißt, offensichtlich, das, was ich am Anfang schon erzählt hatte, die inneren Festigkeiten sind unterschiedlich. Und eigentlich ist es ja das, was wir als wichtiges Kriterium definiert haben. Ne? Also ein Klebeband muss hohe innere Festigkeiten aufweisen, um möglicherweise auch unerwartete Belastungen aufnehmen zu können. Ja, dann haben wir uns gedacht, naja, was man mit 4 Klebebandländern machen kann, das kann man auch mit 47 machen. Haben also einen relativ übers Jahr gesehen gleichbleibend klimatisierten Raum, Kellerraum ausgewählt, bei dem wir mal einfach 47 verschiedene Klebebänder aufgehängt haben. Das geht hier um die Ecke weiter, um mal zu gucken, so alles, was wir im Markt kriegen konnten, um mal zu gucken, wie verhalten die sich denn unterschiedlich oder wo steht man denn überhaupt selbst als sag ich mal, Klebebandformulierer. Es stellt ja keiner die Acrylate her, das macht die chemische Industrie, sondern im Grunde genommen kombiniert man unterschiedliche Rohstoffe miteinander, um ein gewünschtes Ergebnis zu erhalten. Kaltverklebung, Wärmestandfestigkeit, innere Festigkeit, Anfangshaftung ist natürlich auch ein Thema. Was nützt mir das schönste Klebeband, wenn ich es nicht verarbeiten kann, weil es nicht sofort auf dem Untergrund hält? Ich kann nicht 3 Tage später wiederkommen oder ganz lange festhalten. Es gibt ja so Verklebungen, die müssen Sie dann irgendwie, so Holz, wenn Sie mit Leim
Holzleim, Hölzer verkleben, dann müssen Sie die ja zusammenzwingen. Und es dauert ja eine Zeit, bis die Verbindung dann auch gut ist. Das geht ja beim Klebeband nicht. So. 47 verschiedene. Freitags haben wir das aufgehängt und wir haben uns gedacht, ja, 2008 war das, schon einen Moment her. Telefone waren, also Mobilfunktelefone waren noch zum Telefonieren da. Heutzutage ist das ja ein bisschen anders. Jeder hat ja so einen kleinen Computer mit Fotofunktion in der Tasche. Und wir hatten kein Fotoapparat dabei, das ist die Geschichte. Und wir dachten uns, ach, das Foto können wir auch am Montag machen. Das ist das Foto vom Montag. Und Sie können zählen, da sind ja schon drei. Drei waren schon unten. Und dachten, ach verdammt, was machen wir denn jetzt? Alles nochmal neu? Nee, also übers Wochenende sind offensichtlich drei von diesen Klötzen der Erdanziehung gefolgt und haben sich vom Klebeband gelöst. War interessant. Und da wir ja so einen zeitabhängigen Versuch durchführen wollten, haben wir das natürlich immer wieder regelmäßig überprüft. 2 Jahre lang. Und am Ende sah es so aus. Und dann denkt man sich, naja, 2 Jahre ist eine lange Zeit. 200 Gramm auf 10 Quadratzentimeter ist relativ schwer. Wir haben ja nicht 2 Jahre gewartet, sondern wir haben zwischendurch immer mal wieder geguckt. Und das Ergebnis ist folgendes. Wir haben innerhalb der ersten 7 Tage 10 Klebebänder verloren. Also zu den 3, die das erste Wochenende nicht überlebt haben, sind noch 7 weitere dazugekommen. 10 von 47. Nach 4 Wochen insgesamt waren es schon 16 von 47 Klebebändern, die dem Gewicht, diesen 200 Gramm auf die 10 Quadratzentimeter verteilt, nicht standhalten konnten. Also 1/3 der Klebebänder waren offensichtlich relativ weich eingestellt. Die haben auch eine hohe Anfangshaftung vermittelt. Ne? Die klebten, raufgeklebt, oh Mensch, das klebt ja super. Aber als Hersteller oder Formulierer von Klebern muss ich mich entscheiden zwischen einem Klebeband, das am Anfang sehr gut haftet, oder eines, das hohe innere Festigkeiten aufweist. Und irgendwo dazwischen ist meine Wahrheit. Und wir hatten, bitte? Also Sie bekommen zumindest bei den lösemittelfreien Produkten kein Klebeband, das eine maximale Anfangshaftung mit einer maximalen Endfestigkeit verbindet. Das geht nicht. Und dann auch noch kalt und warm und was weiß ich wann klebt. Das geht nicht. Sondern man muss irgendwo eine Entscheidung fällen. Das ist natürlich auch von der Qualität der Rohstoffe abhängig. Es gibt, ich sag mal, günstige, billige Acrylate oder es gibt halt eben auch vergleichsweise teure Rohstoffe. Da muss man natürlich auch als Hersteller auch entscheiden, welches Klientel möchte ich denn bedienen, das preisorientierte oder das qualitätsorientierte. Alle wollen Dauerhaftigkeit. Aber das war ja das Interessante an der ganzen Sache. Ne? Sie können eine Rolle Klebeband 50 laufende Meter für 8,70 Euro kaufen oder eben die 30 Meter für 20 Euro plus. Da muss man sich entscheiden. Offensichtlich waren diese ersten 16 Klebebänder, die die Haftung, nicht die Bodenhaftung verloren, sondern wieder erlangt haben, beziehungsweise die Gewichte, relativ weich eingestellt. So, ja. 3 Monate später hatten wir dann schon die Hälfte der Klebebänder verloren. Ne? 10 plus 6 plus 8, 24 von 47, etwas mehr als 50% der Klebebänder haben innerhalb der ersten drei Monate die Haftung der PE-Folie zum Kleber verloren. Bis 6 Monate hatten wir 2/3 verloren, 36 von 47 Klebebändern. Bei 36 von 47 Klebebändern standen die Holzklötze auf dem Boden. Es hat noch 1,5 Jahre gedauert, bis noch 4 weitere abgefallen sind. Und da würde ich sagen, ach, naja, da hat sich wohl jemand Gedanken gemacht, wie halt eben die innere Festigkeit sein sollte. Das ist ja schon mal nicht so schlecht im Vergleich. Nach 2 Jahren hingen noch 7. Und 3 davon waren Pro-Klima-Klebebänder. Und bevor Sie die Frage stellen, wenn Sie wissen wollen, wer die anderen 4 gewesen sind, müssen Sie 2 Jahre prüfen. Das sage ich Ihnen nicht. Also insgesamt 7 hingen noch und das ist ein Hinweis darauf, dass ein Punkt, für den wir früher gescholten wurden, ne? Ach, das klebt ja am Anfang gar nicht und das kann ich ja wieder abziehen. Und wo wir dann gesagt haben, hier warte mal einen Moment, es ist nicht die Anfangshaftung entscheidend, sondern ist das entscheidend, was meine Klebefuge für Kräfte aufnehmen kann. Das wurde dadurch letztendlich bestätigt. Ich brauche halt eben ein Klebeband, das nicht am Anfang in der ersten halben Stunde super haftet, sondern ich brauche ein Klebeband, was in den nächsten 50 Jahren noch eine gute Haftung auf dem Untergrund gewährleistet, weil ich weiß ja nicht, was passiert. Geprüft hatten wir da in diesem Fall übrigens das Tescon-Vana, das Unitape und ein Klebeband, was es heute nicht mehr gibt, das Elasto. Das war ein Folienklebeband, das haben wir auslaufen lassen, weil wir diese
Fließträger für besser halten hinsichtlich der UV-Stabilität und der Flexibilität. Ja, ich denke mir, dass das genügend Aussagekraft hat. Ich habe mir schon überlegt, ob man diesen Test nochmal wiederholt, weil wir haben das ja 2008 gemacht, das ist ja schon ein Moment her. Habe auch schon mal mit unserem Labor gesprochen. Die haben natürlich gesagt, ach, wir haben so viel zu tun, aber wir machen das nochmal und gucken mal irgendwie, was sich verändert hat. Das wird schon spannend. Ja, das ist 2008 bis 2010 geschehen und bestärkt uns, ich habe noch 11 Minuten, nicht 10, bestärkt uns darin, dass wir, ich bekomme da hinten die Zeit angezeigt irgendwie, bestärkt uns darin, dass wir auf dem richtigen Weg sind, auf jeden Fall. Und wir werden gucken, inwieweit sich andere möglicherweise an diesen Weg angepasst haben oder immer noch Klebebänder verkaufen über die Anfangshaftung. Denn die Anfangshaftung, wie gesagt, ist nicht entscheidend. Bitte. Nein, man muss ja mal irgendwann ein Ergebnis haben. Und man muss, also es hat jetzt nicht, dass wir abgebrochen haben, sondern wir haben einen definierten Zeitraum von vornherein vorgesehen, beziehungsweise es hat sich ja entwickelt. Ne? Am Ende hätten noch 7. Was hätten wir noch für weitere Erkenntnisse daraus erlangen können, außer dass halt eben ein fest eingestellter Kleber Vorteile bezüglich der dauerhaften Verbindung hat im Vergleich zu einem weichen. Und das bildet sich, das ist das Unitape und das Tesconvana und ein Klebeband, was wir nicht mehr, das Unitape, ein papierbasiertes Klebeband in hellblau. Und das Tesconvana ist jetzt nicht hellrosa, sondern dunkelblau. Das Tesconvana ist das. Genau. Und das letzte Klebeband, das kann ich Ihnen zwar nennen, aber Sie können es nicht mehr kaufen, das gibt es nicht mehr. Das war ein Folienklebeband namens Elasto. Das ist hellblau, ein Papierklebeband, genau. Das war das, was Sie am Anfang gesehen haben auf der Intello. Das war das Unitape. Also, weich eingestellte Kleber täuschen eine hohe Klebkraft vor und eigentlich kommt es doch darauf an, dass wir eine möglichst hohe Endfestigkeit erreichen. Das heißt, diese Anfangsklebkraft ist als Vergleichskriterium für die Tonne. Das ist jetzt aber noch nicht so eine richtig geeignete Aussage für die Dauerhaftigkeit, weil wir reden ja von dauerhaften Perioden, die wir erreichen wollen, von 50 Jahren. Und dazu gibt es natürlich auch eine Definition. Ich habe mal das Internet befragt, was das irgendwie dazu sagt. Im Baubereich bedeutet das die Widerstandsfähigkeit von Baustoff und Bauteilen gegen äußere Einflüsse. Da dachte ich, naja, super, das ist ja sehr allgemein, da kann sich kein Mensch was drunter vorstellen. Ich habe das mal versucht, ein bisschen genauer zu definieren, weil wir wissen, dass Kunststoffe unter Temperatureinfluss altern. Also wenn es länger warm ist, dann altert auch mein Kunststoff. Kunststoffe altern auch unter UV-Einfluss. Wir altern ja auch irgendwie so ein bisschen, wenn wir uns zu lange in die Sonne bewegen, immer wieder mal. Aber die Kunststoffe mögen das auch nicht so gerne. Das kann man dann, Temperatureinfluss ist ein schönes Beispiel. Meine Eltern haben irgendwann mal gesagt, du musst mal deinen ganzen Scheiß aus deiner Kindheit vom Dachboden runterholen. Das hat mein Vater dann freundlicherweise für mich erledigt und mein Sohn hat dann irgendwie so Fischertechnik. Die habe ich früher gerne mitgespielt bekommen. Und das ist schon so ein bisschen porös. UV hat das nicht bekommen, aber das hat halt den Sommer-Winterwechsel gehabt. Und das altert halt natürlich dann. Ne? Also Temperatur, Feuchtigkeit ist auch alterungsintensiv. Die Belastungen, die hatten wir jetzt eben gerade schon besprochen, die haben erstmal nichts mit der Alterung des Produktes zu tun, sondern mit der Alterung Verbindungen. Der Verbindung und UV-Wellenwirkung sind ja auch in Klammern angegeben, weil wir ja bei unseren luftdichten Verklebungen einen relativ kurzen Zeitraum für eine UV-Belastung haben. So. Und dazu gibt es natürlich Untersuchungen. Also man hat Untersuchungen durchgeführt, wie sich eben Klebebandverbindungen unter beschleunigten Alterungsbedingungen, das heißt Feuchtigkeit und Temperatur, verhalten. Und man hat auch das Gleiche durchgeführt für die Klebemassen, also das alles, was aus der Kartusche kommt, womit sie zum Beispiel die Randanschlüsse herstellen. Das hat beide stattgefunden in Kassel. Gleiche Institution, früher Gesamthochschule Kassel, heute Universität Kassel. Der Rolf Groß hat sich da sehr hervorgetan und hat erstmal ganz viel recherchiert und hat festgestellt, aha, eine ideale Temperatur, um diese Polymere zu altern, ist 65 Grad in Kombination mit einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit von 80%. Da kriegt man einen hohen Alterungsdruck auf Verbindungstechnik, die verklebt wird. Dann hat er auch noch recherchiert, einen Alterungstest kann ich ja jetzt nicht über 40 Jahre durchführen oder über 50, das macht ja keinen Sinn. Ich brauche irgendwas, was ein bisschen schneller ist.
die erhöhte Temperatur und die Luftfeuchtigkeit, die tun dann ihren Teil dazu. Und er hat festgestellt, dass die konservativste Zeit, also sprich, wie lange ist die beschleunigte Alterung im Vergleich zur Realalterung, hat er festgestellt, die konservativste Aussage wurde von einem Herrn Satas getätigt. Der hat nämlich gesagt, 7 Tage unter Temperatur- und Feuchtigkeitseinfluss entsprechen 1 Jahr realer Alterung. Es gibt auch andere Ansätze, die sprechen von 2 Jahren, von 2 Tagen ist gleich 1 Jahr, aber 7 Tage ist gleich 1 Jahr war der konservativste Ansatz. Und dann hat er gesagt, okay, meine Verbindungstechnik muss nach 17 Jahren immer noch ausreichende Haftung aufweisen, damit halt eben über das Gebäudeleben die Dauerhaftigkeit der Luftdichtheit gewährleistet ist. Das sind 120 Tage unter diesen Temperatur- und feuchte Bedingungen. Diesen Test haben wir durchgeführt. Ich weiß nicht, warum das jetzt schon kommt, aber dann erzähle ich Ihnen das heute jetzt erstmal. Es kommt eigentlich, wir machen es andersrum. Ich gehe gleich wieder zurück. Diesen Test, der war uns damals im Jahre 2004, wir haben beide Projekte begleitet, schon zu kurz. Und wir haben gesagt, na Mensch, 17 Jahre, das interessiert ja keinen. Wir hätten ganz gerne 30 Jahre. 30 Jahre beschleunigte Alterung, um halt eben mal so eine Aussage treffen zu können, was kann das Verbindungsmittel noch? 30 Jahre entsprechen 210 Tage und wir haben also in dem Test, die er damals durchgeführt hat, im Jahre 2004 mit den Klebebändern, haben wir also sowohl die 17 Jahre als auch die 210 die 17 Jahre als auch die 30 Jahre in seinem Test bestanden. Heute sprechen allerdings alle von 50 Jahren. Jetzt können die Bahnen ja 50 Jahre aushalten, das Klebeband ist auf 30 Jahre geprüft, was macht das denn die nächsten 20 Jahre? Ne? Das ist ja eigentlich doof. Und dann haben wir uns gesagt, naja, wir probieren einfach mal 700 Tage beschleunigte Alterung. Sie erinnern sich, 7 Tage gleich 1 Jahr. 700 Tage beschleunigte Alterung entsprechen 100 Jahre in der Realität. Haben wir auch wieder von Rolf Groß durchführen lassen. Der hat eben diese ganzen Prüfkörper erstellt und auch dann abgeprüft. Und nach 700 Tagen beschleunigter Alterung unter 65 Grad Temperatur und 80% relativer Luftfeuchtigkeit ist die Haftung, zum Beispiel auf der Intello, immer noch ausreichend hoch, um die Luftdichtheit zu gewährleisten. Das ist das, was er uns bestätigen konnte. Und deswegen haben wir hier diese Bestätigung verfasst und diese beiden Prüfungen nochmal definiert, die vom Rolf Groß entwickelt wurden und das, was wir dann daraus gemacht haben. Und ich denke mir, dass kein anderer Ihnen sagen kann, ob sein Klebeband 100 Jahre hält. Aber mit dem Tescon Vana, mit dem Unitape und mit dem Tescon Nummer 1, die 3 Klebebänder, die wir geprüft haben, können wir eben halt diese hohe Alterungsleistung zur Verfügung stellen. Und wenn Sie mal im Sortiment gucken, dann stellen Sie fest, oh Mensch, ein Tescon Vana ist ja auch ein Tescon. Na? Invis, so heißt es. Oh Gott, Invex, ich war bei Invex. Ein Tescon Invex, vielen Dank. Ein Tescon Vana ist ja auch ein Tescon Invex, nur das Invex ist schwarz und das Vana ist blau. Und ein Tescon Nummer 1, das findet man auch wieder zum Beispiel in Carflex Post. Und ein Tescon Vana ist ja zum Beispiel auch in den Roflex und Carflex Manschetten enthalten. Also die Produkte bestehen ja eigentlich im Grunde genommen aus 3 verschiedenen Klebebändern, nur immer in unterschiedlichen Erscheinungen. Und wir können also für diese Verbindungstechnik eben halt eine Dauerhaftigkeit von 100 Jahren bestätigen. Und das ist ja schon mal mehr, als der voraussichtliche Nutzungszeitraum des Gebäudes sein wird. Oder der Zeitraum, der bis zum nächsten Sanierungsschritt sein wird. Jetzt zeige ich Ihnen das nochmal ganz kurz, was vorher hier gewesen ist. Das ist ein Test, der ist nicht in der Norm enthalten, sondern im normativen Anhang. Und da wurde halt eben vom Professor Ackermann eine Maschine entwickelt, die über Gewichte und einen sich auf- und abbewegenden Tisch eine wiederkehrende Belastung beschreibt. Und er hat versucht, so Winddruck und Sog abzubilden darüber. Das war sehr in der Diskussion. Ich finde den eigentlich gar nicht so schlecht. Macht auch einen Haufen Krach, wenn der Tisch auch dauernd immer rauf und runter fährt. Denn gerade im Norden haben wir ja diese Belastungsrichtungen. Und wir haben auch hiernach prüfen lassen und haben auch diese Prüfung bestanden, die er dort definiert hat. Aber es ist nicht normativ. Es wird also nicht irgendwo in irgendeinem Zertifikat, was Sie von Herstellern bekommen, Erwähnung finden, weil es wurde in den Anhang diskutiert. Das ist halt einfach so, hier nur einfach mal so als informellen Zusatz
angegeben. Wir haben auch Probleme mit Wasser auf der Baustelle, das kennen Sie. Gestern Winterbaustelle, Estrich- und Putzlegeereignisse, große Mengen an Feuchtigkeit schlagen sich auf den Oberflächen nieder, das können Sie hier an dem Fenster auch sehen. Es gibt Klebebänder, die können dem nicht widerstehen. Dabei handelt es sich meistens um sogenannte Acrylatdispersion. Das hat was mit dem Herstellungsprozess zu tun. Das Acrylat ist in Wasser gelöst und diese Acrylatmilch wird auf den Kleber aufgetragen und der Kleber, also sprich der Kleber inklusive des Klebebandträgers, wird durch einen ganz langen Ofen gefahren, damit man das Wasser raustrocknet. Und diese Acrylatdispersionen haben aber so ein bisschen das Problem, dass sie sich an Feuchtigkeit erinnern. Die haben so einen, das haben Sie vielleicht auch schon mal gemerkt, wenn man ein Acrylatdispersionsbasiertes Klebeband in Wasser legt, dann wird es weiß, es verseift. Und damit verliert es auch seine Klebkräfte. Wenn das Wasser wieder raustrocknet, dann ist wieder alles gut. So. Und Sie sehen aber, das Unitape, das hält wunderbar. Das ist zwar irgendwie schon so ein bisschen faltig, weil der Träger natürlich Feuchtigkeit aufnimmt, aber es geht nicht ab. Das haben wir nochmal in so einem kleinen Badewannenversuch, würde ich sagen. Das haben wir Wasser eingefüllt in einen Eimer. Und wir haben einfach mal hier das Tesconvana gegen ein blaues Klebeband laufen lassen, auf der linken Seite die Acrylatdispersion und das unterscheidet unseren Kleber von den Klebern, die im Allgemeinen angewendet werden. Wir haben einen sogenannten Solid-Kleber, der wird in einem Feststoffverfahren aufgetragen. Der hat nie Wasser gesehen und dementsprechend hat er auch kein Erinnerungsvermögen an Wasser. Und deswegen haben wir beim Tesconvana, beim Unitape und Tescon Nummer 1 und wie sie alle heißen mögen, haben wir halt eben eine absolute Wasserfestigkeit. Also wir haben keine Feuchtigkeitsaufnahme des Klebers. Wir verwenden auch keine Lösemittel oder sowas. Auf so eine Idee könnte man ja auch kommen. Da geht es um das Produktionsverfahren. Und dadurch haben wir halt bei diesem Test, bei dem wir einfach auf eine schwarze Fließbahn beide Klebebänder aufgeklebt haben und 12 Stunden unter Wasser gelagert haben, hier den Materialriss beim Abziehen und auf der anderen Seite halt eben offensichtlich kaum noch Haltekräfte des Klebebandes auf dem Untergrund. Und damit wird halt eben dann die hohe Wasserfestigkeit von den Proklima-Klebebändern nochmal unterstrichen. Was kein Normtest ist. Genauso wenig wie dieser Share-Test, den ich Ihnen vorhin vorgestellt habe. Das sind Tests, die haben wir intern durchgeführt, noch lange bevor die Norm entwickelt worden ist, um halt eben natürlich auch für uns selbst zu bestätigen, die Wasserfestigkeit ist hier zu 100% gegeben. Denn Kleber brauchen eine ausreichende Wasserfestigkeit. Was nützt mir das, ein Klebeband zu haben, das beim Putz- oder Estrichlegeereignisse die Haftung zu dem jeweiligen Untergrund verliert? Ja, und damit habe ich ungefähr 90 Sekunden überzogen. Damit bin ich schon mal besser als gestern. Hoffe, dass ich Ihnen das Thema Klebetechnik ein bisschen näher bringen konnte. Darüber kann man sicherlich noch eine ganze Menge mehr erzählen, aber das ist so ein bisschen das, was so aus der Proklima Know-how-Werkstatt da entstanden ist, damit wir halt eben auch die Produkte den jeweiligen Anforderungen anpassen können. Ja, vielen Dank.